und rufen auf Tagesordnungspunkt 5. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung, Gesetz zu dem Staatsvertrag über die Hochschulzulassung und über die Zulassung zum Hochschulstudium in Hessen. Frau Ministerin, darf ich Sie bitten, den Gesetzentwurf einzubringen? Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Die Attraktivität eines Medizinstudiums ist ungebrochen. Auch in diesem Jahr haben wir wieder wesentlich mehr junge Menschen, die den dringenden Wunsch haben, Medizin zu studieren, als Studienplätze zur Verfügung stehen. Hinzu kommen all die Bewerberinnen und Bewerber, die schon lange, teilweise wirklich lange, warten auf einen Studienplatz. Sie haben sich qualifiziert, sie haben Pflegeberufe erlernt. Aber am Ende ist es so, dass auf einen Medizinstudienplatz im Schnitt 4 bis 5 Bewerberinnen und Bewerber kommen. Wer von diesen Menschen soll künftig einen Studienplatz erhalten? Zu dieser Frage gab es ein wesentliches Urteil des Bundesverfassungsgerichts im Dezember 2017. Das hat den Weg gewiesen. Und das ist sozusagen Grundlage dieses Staatsvertrages. Die wichtigsten Punkte hierfür sind, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, entscheidend ist die Eignung für den gewählten Studiengang und den sich typischerweise daran anschließenden Berufstätigkeiten. Das Bundesverfassungsgericht hat auch gesagt, es braucht ein chancengerechtes Auswahlverfahren, das unterschiedliche Aspekte der Eignung abbildet. Das bedeutet eben, dass neben der Abiturnote auch schulnotenunabhängige Kriterien bei der Auswahlentscheidung berücksichtigt werden sollen. Und als Letztes, und das war viel diskutiert, gab es gleichzeitig aber auch den deutlichen Hinweis, dass es keinen Anspruch gibt, den Wunschstudienplatz irgendwann einmal zu erhalten. Das hat das Gericht verneint und hat gesagt, dass die Wartezeitquote nicht eignungsbezogen ist und damit verfassungsrechtlich nicht geboten. Jedenfalls sei eine Wartezeit von mehr als 7 Semestern dysfunktional. Das war das Urteil. Das hat zu Debatten geführt. Möglicherweise hat der eine oder andere hätte sich andere Schwerpunkte gewünscht. Wir haben jetzt alle Kraft da reingesteckt, dass wir diesen Auftrag sorgfältig umsetzen und die Spielräume, die uns bleiben, bestmöglich gestalten. Wir haben einen engen Zeitplan. Die Frist für die Länder ist bis Ende 2019 gesetzt. Deswegen legen wir diesen Gesetzentwurf vor. Er hat 3 Bestandteile, die ich vorstellen möchte. Das erste ist der Staatsvertrag an sich. Dem sind die Länder nachgekommen und haben wesentliche Punkte geregelt. Der erste Punkt ist, die Wartezeitquote wurde abgeschafft. Der zweite Punkt ist, die Abiturbestenquote wurde erhöht von 20% auf 30%. Das war ein typischer Kompromiss. Es gab unter den Ländern diejenigen, die gesagt haben, die Abiturbestenquote soll deutlich stärker werden, also Richtung 40%. Es gab diejenigen, die gesagt haben, es soll so beibehalten werden oder erniedrigt werden. Am Ende kam man auf 30%. Hessen hat sich dafür eingesetzt, dass eher auch Bewerberinnen und Bewerber mehr Chancen bekommen sollen, die kein Spitzenabitur haben, aber sich dennoch für ein Medizinstudium eben als geeignet erweisen. Das war immer die Haltung von Hessen. Und deswegen haben wir, und da komme ich später dazu, die Eignungsquote entsprechend stark gemacht. Was gleich geblieben ist, das Auswahlverfahren der Hochschulen, das ist weiter in der Höhe von 60% der Studienplätze. Der Auswahlkatalog der Kriterien wurde erweitert und dann kam eben die Neuigkeit, die neue Quote, die zusätzliche Eignungsquote. Die wurde in Höhe von 10% eingeführt. Mir ist bewusst, das ist alles sehr technisch, aber sehr wichtig, um es am Ende zu verstehen. Also in dieser Eignungsquote, das ist die Neuerung, können Bewerberinnen und Bewerber in ihrer Eignung unabhängig von der erreichten Abiturnote ihre Eignung nachweisen. Wir hätten uns als Hessen damals gewünscht, dass man die Wartezeitquote voll ausgleicht. Das wäre unser Wunsch gewesen. Das war nicht möglich, aber wir haben dann darauf gedrängt, dass wir als Länder Gestaltungsspielraum bekommen, nämlich dass wir den vollen Ausgleich zumindest darstellen können im Verfahren der Hochschulen. Genau das haben wir erreicht, und Sie sehen, genau das haben wir dann auch umgesetzt. Und der letzte Punkt, der im Staatsvertrag geregelt worden ist, also der letzte wichtige Punkt, es sind einige Punkte da geregelt worden, ist der Aspekt Landarztquote. Es ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass man die Landarztquote entsprechend einführen kann. Dazu, das ist aber wichtig zum Verstehen, braucht es ein eigenes Gesetz. Das kann man hier nicht umsetzen, aber die Möglichkeit im Prinzip wird damit geschaffen. Insofern ist es sehr technisch. Das ist das Problem bei diesem Gesetz, das immer wieder zu erklären. Aber am Ende hat es wirklich direkten Einfluss auf ganz viele junge Menschen, die ein Medizinstudium hoffen zu erhalten. Und deswegen haben wir es wirklich sehr angeschränkt, in diesem ganzen Prozess kluge Lösungen zu finden, in diesen geringen Spielräumen, die wir haben, die wir in dem Rahmen des Staatsvertrages noch haben. Und deswegen zum zweiten Bestandteil des Gesetzes,
Das ist das Gesetz über Zulassung zum Hochschulstudium. Wie haben wir diese Spielräume dann ausgefüllt? Wir haben sie so ausgestaltet, dass die Hochschulen die bestmögliche Freiheit haben für die Weiterentwicklung des Auswahlverfahrens. Wir haben ihnen die Möglichkeit eröffnet, drei Unterquoten zu bilden. Auch das ist wieder sehr technisch. Im Endeffekt geht es genau hier in diesen Unterquoten darum, die Eignung, unter anderem die Eignungsquote erweitern zu können. Also eine dieser Quoten könnte genutzt werden, um die Eignungsquote zu erweitern. Das heißt, wir sind der Meinung, dass auch Bewerberinnen und Bewerber ohne Spitzenabitur, die sich als geeignet für ein Medizinstudium erweisen können, auch eine Chance erhalten sollen. Insofern wollen wir den Hochschulen die Option eröffnen, die Eignungsquote von 10% um 15% zu erweitern. Somit haben mehr Menschen die Chance, die geeignet sind für ein Medizinstudium, aber eben keine Spitzenabiturnote haben, ein Studium zu erhalten. Das finde ich einen wichtigen Erfolg. Frau Ministerin, erlauben Sie mir den Hinweis auf die Redezeit. Vielen Dank. Ich muss leider das noch ausführen, weil es leider einfach auch ein kompliziertes Gesetz ist. Ich glaube, es hilft am Ende allen Beteiligten, wenn wir das noch einmal ausführlich machen. Danach geht es auch schneller. Die nächste Freiheit, die wir entsprechend möglich gemacht haben, ist bei der Anwendung der Auswahlkriterien des Staatsvertrages. Also, das können die Hochschulen miteinander kombinieren, ob sie fachspezifische Eignungstests nehmen, ob sie Auswahlgespräche nehmen, ob sie auf die Berufsausbildung stärker rekrutieren. All das können sie frei kombinieren. Uns war wichtig, dass die Hochschulen da ihre Freiheit haben, weil in einem Medizinberuf geht es ja nicht nur um die Fachkenntnisse, sondern auch um die sozialen, um die kommunikativen Kenntnisse, um die Fertigkeiten in der praktischen Art. All das kann also in den Blick genommen werden. Und der dritte Bestandteil des Gesetzes, den wir auch noch entsprechend gleich mit angepackt haben, ist das örtliche Zulassungsverfahren. Da haben wir sozusagen in Anlehnung an die Regeln des zentralen Verfahrens auch die Regeln für die örtlichen zulassungsbeschränkten Studiengänge entsprechend angepasst. Damit haben wir sozusagen das Gesamtbild. Hier ist es so, dass wir die Wartezeitquote nicht abschaffen, sondern begrenzen auf die anrechenbare Wartezeit auf 7 Semester. Warum schaffen wir hier die Wartezeitquote nicht ab, könnte man sich fragen. Es ist einfach so, in den meisten zulassungsbeschränkten Studiengängen haben wir lange nicht die Wartezeiten, die wir im Medizinstudium haben. Und wenn es eine Chance gibt für jemanden, der einen örtlich zulassungsbeschränkten Studiengang haben möchte, dass er nach 2 Semestern diesen Studiengang bekommen kann, dann sollten wir ihm diese Chance nicht verwehren. Insofern haben wir hier eine Regelung gefunden, dass wir sie nur begrenzt haben, die Wartezeit. All das ist sehr komplex. Was bedeutet das am Ende für die Studienbewerberinnen und Bewerber? Und es kann durchaus sein, dass Sie mal von dem einen oder anderen angesprochen werden. Denn künftig ist es nicht mehr möglich, einen Medizinstudienplatz alleine durch Warten zu erhalten. Das ist die große Neuerung an diesem Gesetz. Die gute Nachricht ist, es gibt aber jetzt eine Chance für diejenigen, die früher in die Wartezeit gegangen wären, direkt einen Studienplatz zu erhalten, wenn sie ihre Eignung auch entsprechend darstellen können. Wenn sie mit dieser Eignungsquote hineinkommen, können sie direkt einen Studienplatz ergattern und müssen nicht erst noch 14 Semester, wie es häufig ist, warten. Das ist der Vorteil an diesem Gesetz. Dafür haben wir die zusätzliche Eignungsquote, und darüber bin ich sehr froh. Den nächsten Punkt, den wir noch entsprechend geregelt haben, war eine Übergangsregelung für all diejenigen, die schon länger warten. Das war sehr wichtig. Die werden jetzt sozusagen auch mit in die Eignungsquote, können die sich für 2 Jahre entsprechend bewerben. Und deswegen kann ich zum Schluss sagen, wir wissen, dass der Wegfall der Wartezeitquote von vielen bedauert wird. Wir haben uns deshalb angestrengt, dass wir mit dieser schulnotenunabhängigen Eignungsquote, dass wir die erweitern und dass wir alle Potenziale nutzen, um die noch mehr zu erweitern, damit wir hier einen fairen Ausgleich schaffen für den Ausfall der Wartezeitquote. Ansonsten setzen wir auf die Expertise in den Hochschulen, denn die haben die Expertise in dieser Frage der schwierigen Bereiche, der richtigen Auswahl. Und ansonsten kann ich hier zusagen, dass wir die Umsetzung dieses komplexen Prozesses sehr genau im Blick haben werden. Wird das entsprechend angewandt, was wir an Möglichkeiten geben, oder wird das nicht angewandt? Das wird sehr wichtig sein für den weiteren Prozess. Möglicherweise müssen wir nachsteuern, aber erst einmal glauben wir, dass mit der Expertise der Hochschulen das gelingen wird. Insofern ein komplexes Werk, aber am Ende mit einer großen Wirkung auf viele junge Menschen. Und ich hoffe, wir haben gemerkt, dass wir uns mit diesem Thema sehr intensiv auseinandergesetzt haben. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für die Einbringung, Frau Staatsministerin Dorn. Ich eröffne die Aussprache. Erster Redner ist der Kollege Dr. Grobe für die Fraktion der AfD. 5 Minuten pro, also mit Verlängerung, ja, ja gut, also wenn wir ehrlich sind, es waren jetzt 4 Minuten mehr. Das würde natürlich bedeuten, dass am Ende die Lufthansa noch später, aber ich,
ist das Recht der Opposition, wächst es den Oppositionsfraktionen zu. Aber wir haben alles im Griff und gehen pfleglich miteinander um. Der Tag soll doch auch nett zu Ende gehen, so wie er auch begonnen hat. Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Grobe, und Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Fangen wir damit an, was begrüßenswert an diesem Gesetzentwurf ist. Denn das ist schnell abgehandelt. Positiv ist, dass die Wartezeit als nicht eignungsorientiertes Auswahlkriterium abgeschafft bzw. auf eine Anrechnungsfähigkeit von 7 Semestern limitiert worden ist. Aber wie Sie selbst wissen, war das eine Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts und stammt nicht aus Ihrer Feder. Auch begrüßen wir als AfD, dass nun wissenschaftlich begabte Personen im Rahmen einer Hauptquote von 10% die Möglichkeit haben, nach ausschließlich schulnotenunabhängigen Kriterien den Hochschulzugang erhalten. Das war aber auch schon vorher so. Das war es aber schon. Meine restliche Redezeit kann ich daher verwenden, Ihnen die überaus kritikwürdigen Elemente des Gesetzentwurfs explizit zu benennen. Dieser ist nämlich nicht durchdacht. Er wird vielmehr zu mehr Bürokratie führen und steigende Verwaltungskosten erzeugen. Zudem benachteiligt er Deutsche und EU-Ausländer bei der Studienplatzvergabe. Frau Ministerin Dorn, ich bin Ihnen zunächst dankbar dafür, dass Sie uns am letzten Freitag doch noch vorab die Stellungnahmen der Hochschulen und anderer Institutionen haben zukommen lassen. Auch wenn dies vermutlich der Not geschuldet wurde, denn der Gesetzentwurf musste ohne Zeitverzug durchgepeitscht werden. Die erhaltenen Stellungnahmen, insbesondere diejenigen der Universitäten Frankfurt, Gießen und Marburg sowie des Hochschullehrerverbandes Hessen, um nur einige zu nennen, fallen nicht nur überwiegend negativ aus. Nein, es wird darin vielmehr harsche Kritik geübt. Ich frage Sie, warum wurden diese Institutionen nicht bereits im Vorfeld zu Rate gezogen? Schließlich werden es die Hochschulen mit ihren Professoren und Studenten sein, welche die Konstruktionsfehler ihres Gesetzes auszubaden haben. Lassen Sie mich zur Verdeutlichung nachfolgend aus den Stellungnahmen zitieren. Für den Hochschullehrerverband ist der Gesetzentwurf wenig geeignet, eine nachhaltig qualitätszentrierte Ausbildung zu ermöglichen. Die Inhalte des Entwurfs legen lediglich formale Aspekte und Bedingungen fest, die allesamt in keinster Weise in der Hochschulrealität abgebildet werden. Der Hochschullehrerverband sieht insbesondere bei der Kapazitätsermittlung und Festsetzung zu Zulassungszahlen erhebliche Abweichungen zur Realität, die sich negativ auf die individuellen Studienverläufe und letztlich den Studienerfolg auswirken. Die Goethe-Universität Frankfurt trägt an, die Vorabquoten möglichst gering zu halten, da aufgrund des zum Teil geringen Bewerberpools in großen Fächern durch die Vorabquoten ansonsten eine Ungleichbehandlung kreiert wird. Und weiter? Unserem Verständnis nach wäre eine Berücksichtigung der Hochschulzugangsberechtigung bei einer Quote von 10% noch gegeben. Aber Sie wollen bis zu 20% der Studienplätze an 5 Gruppen, unter anderem an Ausländer und Staatenlose, die nicht Deutschen gleichgestellt sind, im Rahmen einer Vorabquote vergeben. Möchten Sie etwa mit etwa die mehr von den mehrheitlich hochqualifizierten Migranten, die illegal nach Deutschland einreisen, weiter befeuern? Und ist dies im Angesicht der Tatsache, dass ein Großteil dieser Personen überhaupt nicht studierfähig ist, richtig? Die Wirkung Ihrer Maßnahme besteht in der Diskriminierung deutscher Hochschulzugangsberechtigter, die nun um ihren Studienplatz gebracht werden. Eigene Vorabquoten für Ausländer lehnen wir als AfD daher kategorisch ab. Deutsche Hochschulen sind vielmehr primär als Bildungsstätte für deutsche Studenten auszugestalten. Mit Ihrem Gesetzentwurf sollen zudem Studiengänge für ausländische Bewerber auch in nicht deutscher Sprache angeboten werden können. Hierdurch wird die dringend gebotene Stärkung von Deutsch als Wissenschaftssprache, abgesehen von sachlich begründeten Ausnahmen, konterkariert. Dem pflichtet sogar die Philipps-Universität Marburg bei, welche sich die Würdigung der Deutschkenntnisse bereits vor der Zulassung wünscht. Auch wenn die Berücksichtigung anderer Kriterien außer der Note für die Immatrikulation grundsätzlich sinnvoll ist, fehlen jedoch präzise Vorgaben, wie diese Kriterien zu kombinieren bzw. zu gewichten sind.
Die Verlagerung dieses Problems auf die einzelnen Hochschulen schafft nicht die erstrebenswerte Vergleichbarkeit der Entscheidung über die Hochschulzulassung innerhalb eines Bundeslandes, geschweige denn zwischen diesen. Zudem ist die seitens des Bundesverfassungsgerichts angemahnte Vergleichbarkeit der Abiturnoten der Bundesländer de facto bis zum heutigen Tage nicht verwirklicht worden. Daher sind Chancenungerechtigkeiten bei der Zulassung zum Hochschulstudium durch Ihren Gesetzentwurf vorprogrammiert. Da hilft es auch nicht, dass das grüne Wissenschaftsministerium Euphemismen wie chancenoffene und eignungsorientierte Studienplatzvergabe bemüht, um derartige handwerkliche Mängel zu verschleiern. Eines wird aber deutlich, nämlich dass die Regierung das Abitur offensichtlich nicht mehr als Ausweis der allgemeinen Studierbefähigung anerkennt. Und dies ist mehr als bedenklich. Zusammengefasst mit einem Gesetz, das bereits im Entwurfsstadium schwerwiegende Konstruktionsfehler aufweist, stärkt die schwarz-grüne Landesregierung mitnichten den Bildungsstandort Hessen. Frau Ministerin, Sätzen 6. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Grobe. Nächster Redner für die Fraktion der CDU ist der Kollege Dr. Med. Bartelt Frankfurt. Bitte. Da die CDU-Fraktion keine Oppositionsfraktion ist, gilt hier dieser Zuschlag von mehreren Minuten nicht, Herr Dr. Bartelt. Ich wollte nur vorsorglich darauf hinweisen. Sehr verehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit der Zugang zum Medizinstudium durch den Numerus Clausus geregelt wird, gibt es Kritik am Verfahren. Werden wirklich die für den Arztberuf Geeigneten ausgewählt? Ist das mehrjährige Warten auf einen Studienplatz nicht ökonomischer Unsinn? Ist es nicht unsozial, wenn wohlhabende Eltern ihre Kinder zum Medizinstudium ins Ausland schicken können? Ist der Rechtsfrieden nicht gestört, wenn das Verfahren in großer Zahl erfolgreich beklagt wird? Nun hat dieses Verfahren trotzdem gute Ärztinnen und Ärzte hervorgebracht. Sie haben auch ganz überwiegend auch das nötige Einfühlungsvermögen zu ihren Kranken. Zufrieden waren die Gesellschaft und die Beteiligten aber zu keinem Zeitpunkt. Das Verfahren hat sich weiterentwickelt. Die Hochschulen können 60% der Studierenden auswählen. Aber dies ist praktisch keine individuelle Auswahl, weil die Abiturnote auch den ganz überwiegend entscheidenden, das entscheidende Kriterium ist. Dieser Sachverhalt ist ein zentraler Punkt im Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 19.12.2017. Es sagt, der hohe Einfluss der Abiturnote bei der Vergabe von Studienplätzen in der Humanmedizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie ist nicht sachgerecht. Es fordert den Gesetzgeber auf, bis 2020 das Hochschulverfahren transparent und standardisiert zu regeln. Bei grundsätzlicher Anerkennung des Numerus Clausus müssen aber weitere eignungsrelevante Kriterien ein entscheidendes Gewicht haben. Dies führte zum Entwurf des Staatsvertrages, den die Wissenschafts- und Kultusminister der Länder ausgehandelt haben. Dieser Vertrag, 6.12.18, steht nun heute auf der Tagesordnung. Wir werden dem zustimmen, weil er das Urteil des Bundesverfassungsgerichts in allen Punkten umsetzt. Im Einzelnen sieht der Vertrag nun vor, dass beim Zugang zum Medizinstudium im Hochschulauswahlverfahren auch zwei schulnotenunabhängige Kriterien entscheiden. Bei den anderen genannten Studiengängen, also außer Humanmedizin, ist es ein Kriterium. Zudem muss ein spezifischer Eignungstest durchgeführt werden. Die Quote der so von den Hochschulen vergebenen Plätze bleibt bei 60%. 10% der Plätze werden unabhängig vom Abitur an Bewerberinnen und Bewerber vergeben, die eine besondere Eignung, zum Beispiel durch eine entsprechende Berufsausbildung, nachweisen können. Dies steht im Einklang zum Ziel, Menschen mit einem qualifizierten Berufsabschluss den Hochschulzugang zu ermöglichen. Auch kann die Ausbildung zur Pflegekraft oder Notfallsanitäter hierdurch für junge Menschen attraktiver gemacht werden. Die Quote, die nur durch die Abiturnote vergeben wird, ist auf 30% festgelegt. Die durch die Wartelisten vergebenen Plätze
wird stufenweise abgebaut und nach einer Übergangszeit ganz abgeschafft. Bei der Vorstellung des Staatsvertrages durch die Länder wurde auch dargelegt, dass die Einführung einer Landarztquote hiermit rechtssicherer sein wird. Das ist für uns ein wichtiger Punkt. Wir wollen dieses Vorhaben in Hessen im Sinne unseres Koalitionsvertrages auch in diesem Zusammenhang diskutieren und angehen. Wir wissen, meine Damen und Herren, dass die zeitnahe Umsetzung des Staatsvertrages die medizinischen Fakultäten vor Herausforderungen stellt. Das Zulassungsverfahren muss neu organisiert werden. Gleichzeitig wird der Studiengang Humanmedizin im Rahmen des Masterplans 2020 reformiert. Er wird praxisorientierter, und die Allgemeinmedizin erhält einen höheren Stellenwert. Unter Beachtung der Hochschulautonomie werden wir diesen Prozess seitens der Regierungsfraktionen unterstützen und begleiten. Die Ausbildung der Studierenden wird verbessert und damit mittelfristig auch die medizinische Versorgung. Abschließend werden wir in diesem Kontext auch daran erinnern, weil die Anforderungen an die Hochschulen größer werden, dass die Einführung einer dritten Säule der Finanzierung der Hochschulmedizin unter Beteiligung des Bundes für uns auch weiter auf der Tagesordnung steht. Besten Dank. Ja, vielen Dank, Herr Dr. Bartelt. Nächster Redner für die Fraktion der Freien Demokraten ist der Kollege Dr. Büger. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Staatsvertrag, der hier eingebracht worden ist, und die begleitenden Gesetze dazu, der verbindet viele Themen. Frau Ministerin, Sie haben gesagt, das ist ein sehr technisches Gesetz und sind technische Dinge drin. Das ist zutreffend. Und ich will insoweit mal vor die Klammer ziehen. Viele Punkte sind auch durchaus unstrittig, dass es weitere Auswahlkriterien gibt, ist etwas Richtigeres, dass allein schon aufgrund dessen, was das Verfassungsgericht gesagt hat, weniger Gewicht auf Wartezeit gelegt wird, auch auf Schulnoten und eine weitere schulnotenunabhängige Quote, die Eignungsquote mit hineingenommen wird. Ist insoweit unstrittig. Details müssen wir uns anschauen, wie es genau gemacht ist, aber ist vom Grundsatz unstrittig. Und unstrittig ist für uns Freie Demokraten auch, dass Internationalisierung in der Hochschulpolitik etwas sehr Wichtiges ist. Gerade Hochschulen leben vom internationalen Austausch. Insoweit sehe ich das zu Ihrem Beitrag, Herr Grobe, an der Stelle völlig anders. Aber einen strittigen Punkt muss ich hier an der Stelle schon festhalten. Und zwar bildet das Gesetz den Rahmen, Frau Ministerin, Sie haben, glaube ich, gesagt, die Möglichkeit für die Einführung einer Landarztquote. Und da kann ich schlicht sagen, also erstens bleiben Sie da schon sehr unkonkret, sagen, da brauchen wir ja noch ein anderes Gesetz. Herr Dr. Bartelt hat so schön gesagt, oh, das ist etwas Wichtiges für uns und wir wollen das später umsetzen. Also merkt man schon, der Rahmen ist, dann schauen wir mal, ob das. Also hier heißt es, dass wir noch ein weiteres Gesetz brauchen. Wir sind mal dann in der Anhörung auch gespannt. Ich möchte Ihnen einfach inhaltlich an der Stelle sagen, egal ob es nur die Möglichkeit schafft oder Sie schon in der Umsetzung sind, das Problem, was Sie beim Thema Landarzt sehen, das Problem ist durchaus echt. Aber die Medizin, die Sie hier verordnen wollen, das ist die falsche und die hat auch ganz erhebliche Nebenwirkungen. Ich will Ihnen die Gründe sagen, warum die falsch sind. Ja, es fehlen Ärzte, und zwar besonders auf dem Land. Aber das Problem ist doch nicht die Quote, sondern das Problem ist schlicht, dass offenkundig der Arztberuf besonders auf dem Land nicht attraktiv genug ist. Und da hat die Bundespolitik eine ganz erhebliche Schuld daran. Und wenn Sie nur einmal schauen, in das Ärztenachrichtendienst hat eine Befragung von 2000 Ärzten durchgeführt, und zwei Drittel davon wollen aufgrund der spanischen Gesetze und der daraus resultierenden Verschlechterung der Arbeitsbedingungen vorzeitig ihre Praxis schließen, 39% sogar vor dem 65. Lebensjahr. Im Schnitt sind die Haus- und Fachärzte über 54 Jahre alt. Also der Patient ärztliche Versorgung, der ist schwer krank mit einer durchaus schlechten Prognose. Und jetzt fragt man sich an dieser Stelle, was hilft denn jetzt Ihre Medizin? Da kann ich sagen, die richtige Medizin wäre doch,
die Arbeitsbedingungen für die Ärzte zu verbessern, besonders auf dem Land. Das wäre eine richtige Medizin. Was wäre eine weitere richtige Medizin? Vielleicht dem Arzt mehr behandeln zu lassen und weniger Bürokratie, ihm weniger gesetzliche Vorgaben geben, weniger Misstrauen dem Arzt gegenüberzubringen. Das würde dem Arzt helfen. Aber was macht die Politik stattdessen? Sie will die Studienplätze regeln, und sie will es in dem Bereich Landarztquote nicht mehr an die Besten oder die Geeignetsten, nach welcher Eignung es Art auch immer, ob es die Noten sind oder anderes, sondern sie will eine Quote rausnehmen, die nicht mehr an die Geeignetsten geht, sondern diejenigen, die unter den anderen Eignungskriterien nicht zum Zuge gekommen wären, die aber dann sagen, ich verpflichte mich, aufs Land zu gehen. Also, ich verpflichte mich, unattraktivere Bedingungen, die Sie ja nicht attraktiver machen, zu akzeptieren. Und das halte ich für den völlig falschen Weg. Den völlig falschen Weg. Und diese Medizin, die Sie hier verordnen wollen, die ist bitter. Die ist nämlich bitter für die eigentlich Besseren und Geeigneteren, die deswegen nämlich nicht zum Zuge kommen. Wenn Sie dem einen etwas vorab geben, dann kommt der andere nicht zum Zug. Sie erhöhen ja nicht die Anzahl der Medizinstudienplätze. Das wäre überhaupt eine sehr kluge und sinnvolle Maßnahme. Die Medizin hat außerdem erhebliche Nebenwirkungen, denn Studienanfänger, typischerweise, sagen wir, wenn die G8 machen, sind die heute 18 Jahre alt, die müssen sich bereits jetzt festlegen, zu Beginn ihres Studiums, will ich Landarzt werden. Ganz typisch aber beginnt man ein solches Studium im ersten Semester, weil man allgemein sich für Medizin interessiert und überlegt sich dann während des Studiengangs, in welche Richtung möchte ich gehen, vielleicht auch eine andere fachärztliche Richtung. All diese Möglichkeiten verbauen Sie jungen Menschen. Und das Schlimmste noch daran ist, die Quote ist auch noch unwirksam, denn wer aus einem zumindest wohlhabenden Elternhaus kommt, der kann sich ja nachher auch noch freikaufen. Wir denken, das geht in eine völlig falsche Richtung. Und was stimmt, ist, dass die Landarztquote nach dem Staatsvertrag nicht zwingend ist. Ja, aber sie ist möglich. Und offenkundig wollen Sie die ja umsetzen. Und da kann ich schon einmal den Widerstand ankündigen. Wie ich bereits gesagt habe, und Herr Präsident, ich werde die mir zusätzlich gegebene Redezeit nicht komplett ausschöpfen. Wir wollen ja alle zu den parlamentarischen Abenden. Aber deutlich weniger Bedenken habe ich gegen die anderen Teile und gegen das Verfahren in anderen Fächern. Denken wir auch an das Thema Sport. Und insgesamt die Auswahlmöglichkeiten durch die Hochschulen zu stärken, das ist etwas, was wir Freie Demokraten schon immer wollten. Wir stehen immer für die Autonomie der Hochschulen, und die wollen wir auch hier wie auch an jeder anderen Stelle gerne gestärkt haben. Wobei ich auch gleich sage, schade ist, dass man sie so ein bisschen zum Jagen tragen musste. Denn auch mehrfach wurde angedeutet, auch von Ihnen, Herr Dr. Bartelt, auch von Ihnen, Frau Dorn, dass ja das Bundesverfassungsgericht ganz am Anfang steht. Also auch bei den guten Dingen, die hier drin steht, müssten wir eigentlich den Dank nach Karlsruhe schicken und sagen, ja, da hat man uns gesagt, so wie bisher geht es nicht. Und deswegen wurde die Autonomie der Hochschulen und weitere Auswahlverfahren gestärkt. Ja, leider nicht aus eigener politischer Einsicht. Das ist schon ein Wermutstropfen. Wir hätten uns gefreut, es wäre zu der Einsicht gekommen. Meine Damen und Herren, wir sind gespannt auf die Anhörungsunterlagen und insbesondere die Anhörung zu dem entsprechenden Punkt. Aber eines kann ich schon vorab sagen, das gesamte Thema Landarzt, das ist kein gelungener Entwurf, und das führt uns nicht weiter. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Büger. Nächste Rednerin für die Fraktion der Sozialdemokraten ist die Kollegin Dr. Sommer. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor die Klammer möchte ich einen ganz kurzen Hinweis ziehen. Herr Dr. Grobe, Sie haben ja gesagt, welche Regelung Sie gerne aufstellen wollen. Hätten wir diese Regelung auch in England, hätten Sie Ihr Studium so nicht absolvieren können. Das wollte ich Ihnen nur einmal mit auf den Weg geben. Bis zum November muss das Gesetz beschlossen sein, damit alle Länder, so auch Hessen, den Staatsvertrag fristgerecht verabschieden können. Das heißt, wir sind wieder einmal gezwungen, uns im Eilverfahren mit einer wichtigen Thematik auseinanderzusetzen. In der letzten Woche im Ausschuss hat Ministerin Dorn erklärt, dass die Einbringung nicht frühzeitig möglich war. Allerdings haben wir natürlich auch gehört, dass das
Urteil des Bundesverfassungsgerichts bereits Dezember 2017 vorlag und dass die Ministerkonferenz im letzten Dezember die Neuregelung zur Vergabe der Studienplätze im zentralen Vergabesystem vorgestellt und im Frühjahr unterzeichnet hat. Warum also eine späte Einbringung, fragen wir uns. Dass es schneller geht, das zeigt ein Blick in die anderen Bundesländer. Wir sind als Hessen, als Bundesland Hessen wieder einmal Schlusslicht. Das ist schade. Und das Urteil und der Handlungsdruck sind länger bekannt. Und das Ministerium hätte hier früher aktiv werden können. Und mit Verlaub, wer hat denn zuvor auch regiert? Ich dachte, das wären CDU und Bündnis 90 die Grünen. Da hätte man ja im Prinzip sich schon um das Thema kümmern können. Wir haben jetzt aus dem Ministerium als Opposition vor 4 Tagen die Regierungsanhörungsunterlagen erhalten mit der Bitte, ob man aus Zeitnot auf die Anhörung verzichten könne. Wir sprechen hier aber nicht über ein nicht triviales Thema. Und die Anhörungsunterlagen, das haben wir ja gerade schon gehört, haben auch relevante Kritikpunkte, über die wir sprechen möchten. Insgesamt haben wir schon gehört, geht es um eine chancenoffene und eignungsbezogene Studienplatzvergabe mit unterschiedlichen Auswahlkriterien, mit Quoten, mit Kompetenzorientierung, Erfahrung, soziales Engagement, auch Motivation soll in die Studienplatzvergabe eingebunden werden. Das begrüßen wir. Aber, wie gesagt, es gibt auch viel Kritik, beispielsweise vom Marburger Bund. Da ist die Frau Ministerin Dorn schon eingegangen, dass die Abiturnote erhöht wird auf 30% statt vorher 20. Ich hätte Sie jetzt gefragt, wie sich Hessen verhalten hat. Das haben Sie schon erklärt. Hier geht es aber darum, die Abiturnote eben nicht zu überbetonen, sondern die Berufserfahrung oder Berufseignung stattdessen in den Fokus zu rücken. Und was auch kritisiert wird, ist ein nicht transparentes Verfahren. Das wird beanstandet. Hier verspricht Beispiel NRW ein transparentes Verfahren. Also Kriterien werden dort transparent dargestellt. Und Sie haben auch einen standardisierten Test eingeführt, um die Eignung als Landarzt zu überprüfen. Das wäre auch eine Überlegung für Hessen, denn wir brauchen in unserem ländlichen Raum Hausärzte. Da haben wir vielleicht eine andere Einstellung als mein Vorredner. Wir hätten uns gewünscht, dass etwas konkret im Gesetz verankert wird. Das vermissen wir. Sie wird nur unter Abschnitt B einmalig genannt. Sonst ist die Landarztquote weder berücksichtigt noch ausgestaltet, nicht geregelt. Unsere Frage ist, wann kommt eine Verordnung oder ein Gesetz? In NRW ist die Quote gerade auf 7,6% festgesetzt, soll auf 10% erhöht werden. Wir sehen die Zahlen. Wie sehen die Zahlen in Hessen konkret aus? Was haben Sie geplant? Wann kommt die Landesregierung? Und das ist bei allen Themen immer wieder der Fall, von Ihrem Ankündigungsmodus endlich in den Arbeitsmodus, meine Damen und Herren. Oder bleibt es dabei, dass die Landesregierung ihre Äußerungen aus der letzten Legislatur erneuert, dass wir weder einen Ärztemangel haben noch eine Landarztquote benötigen? Äußern Sie sich doch einmal klar und deutlich, wir hätten es gern gewusst. Das wäre auf jeden Fall eine Chance, den Fachkräftemangel zu begreifen und ihm entgegenzuwirken. Doch so wie ich die konkrete Ausgestaltung der Landarztquote vermisse, vermisse ich auch ein Bekenntnis dazu, Studienplätze in der Humanmedizin, so wie Sie es auch in Ihrem Koalitionsvertrag ankündigen, zu erhöhen. Wann werden Sie dieses Versprechen einlösen? Auch das ist im Gesetz nicht zu finden. Auch wüsste ich gerne, wie sieht es denn aus mit den kapazitätsbestimmten Kriterien? Werden die abgeändert? Wie werden die aufgerufen? Und wenn solch eine Änderung eintritt, wer bezahlt es? Personal, räumliche, sächliche Ressourcen, müssen das dann die Hochschulen tun? Meine Damen und Herren, auch hier fehlen uns die Antworten. Ein paar letzte Fragen möchte ich an Sie richten. Wie werden kompetenzorientierte Auswahlverfahren eingebunden? Und wie wird vor allen Dingen sichergestellt, dass Eignungskriterien gerecht,
weil das wollen wir ja, eine bessere Gerechtigkeit in der Vergabe, validiert und auch evidenzbasiert sind. Inwiefern das Verfahren transparent gestaltet sein wird, das wüssten wir gerne. Und Sie haben vorhin gesagt, Sie als Landesregierung werden ein Auge darauf richten, dass das alles toll gemacht wird und dass die Studierenden bessere Chancen haben. Wie sieht es denn aus mit einer wissenschaftlichen Evaluierung? Warum ist die im Gesetz nicht festgeschrieben? So könnte man eruieren, ob der gewünschte Output, also geeignete Studierende, eine chancenoffene, eignungsbezogene Studienplatzvergabe und weniger Studienabbrüche zu erreichen sind mit diesem Gesetz, ob das tatsächlich eintritt und welchen Optimierungsbedarf wir dann sehen. Das wünschen wir uns. Diese Fragen müssen wir zunächst klären, um zu wissen, ob das Gesetz zustimmungsfähig ist. Im bilateralen Gespräch vor der ersten Lesung hat man schon gesagt, ach, das ist doch ein Staatsvertrag, da gibt es doch überhaupt nichts auf Länderebene oder nur noch kleine Details zu klären. Aber gerade diese Detailfragen, die ich Ihnen genannt habe, sind ganz wichtig, um den Studierenden und einer gerechten Studienplatzvergabe näher zu kommen. Deswegen möchten wir, dass diese Spielräume tatsächlich geöffnet und gut gestaltet werden. Und deswegen freuen wir uns auf die Auseinandersetzung morgen Abend im Ausschuss. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Sommer. Als für BÜNDNIS 90 die GRÜNEN erteile ich als nächste Rednerin der Kollegin Nina Eisenhardt das Wort. Nur vorsorglich, Sie sind ja auch keine Oppositionsfraktion, und insoweit gilt die Anrechnung nicht für Sie. Bitte. Danke schön. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Wahl des Studienfachs und die Wahl des Studienorts sind in der persönlichen Biografie immer eine bedeutende Entscheidung. Mit ihr verknüpft sind viele Wünsche und Hoffnungen. Das Ideal, dass jeder Mensch das erlernen und studieren kann, was sie oder er möchte, und zwar dort, wo sie oder er will, ist eigentlich keine vermessene Utopie, sondern der Anspruch unseres Grundgesetzes. Unser Grundgesetz garantiert jeder Person das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit, das Recht auf freie Berufswahl und das Recht auf freie Wahl der Ausbildungsstätte. Diesem Recht sind zwar in der Realität Grenzen gesetzt, doch möchte ich, dass wir diesen Anspruch nicht vergessen. Deshalb ist Hessen bestrebt, Studieninteressierten auch einen Studienplatz anbieten zu können. Die hessischen Hochschulen haben in den letzten Jahren sich überwiegend für offene Studiengänge und gegen örtliche Zulassungsbeschränkungen entschieden. Dieses Engagement erkennen wir an. Gerade in der Humanmedizin, wo Studienplätze besonders knapp sind, werden wir GRÜNE mit unserem Koalitionspartner die Ausbildungskapazitäten erhöhen, indem wir die 135 Teilstudienplätze der Humanmedizin in Fulda in Vollstudienplätze umwandeln. So viel zum Thema neue Studienplätze in der Medizin schaffen, Herr Bürger. An bundesweiten Zulassungshürden in den medizinischen Fächern führt dennoch leider auch so kein Weg vorbei. Wenn wir als Gesetzgeber aber hier die Rechte nach Artikel 12 Grundgesetz einschränken, dann müssen diese Einschränkungen wohlbegründet und fair sein. Diesem Anspruch genügen die bisherigen Verfahren zur Studienplatzvergabe laut dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nicht. Die wesentlichen Änderungen des vorliegenden Gesetzes hat die Ministerin bereits erläutert. Deshalb lassen Sie mich nur auf einige Punkte eingehen. Das Urteil bestätigt eine von uns GRÜNEN schon oft geäußerte Kritik an der zentralen Bedeutung der Abiturnote für die Zulassung. Die neuen Quoten stärken in erheblichem Umfang die Schulnoten unabhängigen Kriterien. Um Studierende mit Berufsbildung und Berufstätigkeit in medizinischen Fächern, die sich mit einem Studium weiterqualifizieren wollen, eine größtmögliche Chance zu geben, berücksichtigen wir diese Kriterien in der Hauptquote. Hier sind die Chancen aufgrund der großen Zahl an Studienplätzen am höchsten. Damit stärken wir die Durchlässigkeit des Bildungssystems. Man könnte das Verfahren als zu kompliziert verschreien. Aber hierin liegt eigentlich die Stärke. Ein Zulassungsverfahren mit unterschiedlichsten Quoten bietet Chancengerechtigkeit, weil unterschiedliche Bildungsbiografien auch unterschiedliche Wege zum Ziel brauchen. Damit das Zulassungsverfahren für die Studierenden transparent und organisierbar bleibt, stellt der Staatsvertrag das dialogorientierte Serviceverfahren auf eine umfassende Rechtsgrundlage. In den Vorabquoten werden ganz besonders Härtefälle und ausländische Studierende und Staatenlose, aber auch Spitzensportlerinnen und Spitzensportler berücksichtigt.
Wir GRÜNE begrüßen, dass die Ausweitung der Auswahlkriterien für ausländische Bewerberinnen und Bewerber vorhanden ist. Und dies entspricht eben auch dem Wunsch der Hochschulen. Der größte Teil der Plätze wird in beiden Zulassungsverfahren durch die Hochschule mit einer vielfältigen Kombination aus Kriterien vergeben. Wir räumen den Hochschulen damit den größtmöglichen Gestaltungsspielraum ein. Damit stärken wir zum einen die Autonomie und Eigenverantwortung der Hochschulen, aber auch noch einmal die Quotenvielfalt und damit die Chancengerechtigkeit. Die Wartesemester als Zugangskriterium werden mit dem Gesetz abgeschafft oder begrenzt, da sie wie vom Bundesverfassungsgericht geurteilt nicht die Eignung für ein Studium bewerten. Für diejenigen, die ihr Leben danach ausgerichtet haben, über die Wartezeit einen Studienplatz in einem medizinischen Fach zu erhalten, gibt es noch 4 Semester lang eine Zulassung über die Wartezeit und durch die neue Quotenvielfalt auch hier die Chance auf frühzeitige Zulassung. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zum Thema Zeitachse sagen. Frau Dr. Sommer, verwechseln Sie bitte nicht mit dem Blick auf die anderen Bundesländer die Ratifizierung und das entsprechende Gesetz, weil die entsprechenden Gesetze liegen in den meisten Bundesländern eben noch nicht vor. Das vorliegende Gesetz und der Staatsvertrag berücksichtigen die Anforderungen, die das Bundesverfassungsgericht an die Verteilung knapper Studienplätze und den Eingriff in die Freiheiten nach Artikel 12 Grundgesetz hat. Sie schaffen Chancengerechtigkeit, und sie berücksichtigen die unterschiedlichen Bildungswege und Studienortwünsche stärker. Das ist eine gute Nachricht für alle, die in einem zulassungsbeschränkten Studiengang studieren wollen. Ich drücke allen, die Lust auf ein Studium in Hessen haben, die Daumen, dass es mit ihrem Wunschstudium klappt, und wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt. Nächste Rednerin ist die Abgeordnete und Frau Wissler, Fraktionsvorsitzende der Fraktion DIE LINKE. Bitte schön, Sie haben das Wort, Frau Wissler. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will vielleicht noch einmal ein bisschen grundsätzlicher in diesen Punkt einsteigen. Weil, wenn wir darüber reden, dass wir die Hochschulzulassung beschränken und weitere Kriterien einführen, dann bedeutet das natürlich auch, dass das Recht auf freie Berufswahl eingeschränkt wird. Und es bedeutet, dass das sozial äußerst selektive Bildungssystem, das wir sowieso schon haben, und über was wir heute auch in der Regierungserklärung zur Bildungspolitik gesprochen haben und auch zu Recht Rednerinnen und Redner darauf hingewiesen haben, dass wir einen Flaschenhals haben und dass viele Menschen gar nicht die Möglichkeit haben oder zumindest sehr erschwert nur die Möglichkeit haben, an eine Hochschule zu kommen, dass diese Möglichkeiten weiter eingeschränkt werden. Weil natürlich sind zusätzliche Zulassungsbeschränkungen nichts weiter als eine weitere Bildungshürde. Und ich finde, das muss man schon voranstellen. Und deswegen ist für mich die Frage, warum reden wir eigentlich darüber, dass man den Hochschulzugang weiter beschränken muss? Weil die Hochschulzugangsberechtigung ist das Abitur oder eine vergleichsweise Qualifikation, die ermöglicht erst einmal grundsätzlich, dass man an einer Hochschule studieren kann. Und die ganze Frage von, ob das der NC ist oder ob das andere Einschränkungen sind, geht doch letztlich um die Frage, dass es nicht genug Studienplätze gibt und dass man im Zuge dieser Mangelverwaltung die Hochschulzulassung beschränken muss, weil eben nicht jeder, weil es eben einen Mangel an Studienplätzen gibt. Und das finde ich schon wichtig, das noch einmal grundsätzlich zu sagen. Und deswegen will ich auch deutlich machen, dass wir als LINKE die Hochschulzulassungsbeschränkung grundsätzlich kritisch sehen, ob das ein NC ist oder ob das weitere Auswahlkriterien sind, meine Damen und Herren. Und da muss man sagen, es wird dann gesagt, dass die Schulnoten oft nicht so repräsentativ sind oder ob sie nicht so aussagefähig sind. Und ich meine, wir sind auch durchaus eine Partei, die das auch durchaus kritisch sieht. Aber man muss sich schon fragen, ob die zusätzlichen Auswahlkriterien, die geschaffen werden, und die individuellen Auswahlverfahren,
ob die ein Beitrag sind zu mehr sozialer Gerechtigkeit im Bildungssystem oder ob die nicht weiter auch sozial selektiv wirken. Und da gibt es ja die Erfahrung, dass gerade in diesen Auswahlgesprächen es eben so ist, dass Menschen aus Familien mit geringerem Bildungsstand systematisch benachteiligt werden. Und es gibt auch überhaupt keine Erkenntnis darüber, dass diese Auswahlkriterien dazu führen würden, dass die Zahl der Studienabbrecher verringert würde. Und das ist auch logisch, weil wenn man Studierende fragt, warum sie ihr Studium abbrechen, dann antwortet eine Mehrheit damit, dass sie es aus finanziellen Gründen tut. Das heißt also, da muss man, wenn man die Zahl der Studienabbrecher verringern will, dann muss man ans BAföG ran, dann muss man an die Studienfinanzierung ran, aber nicht durch Auswahlgespräche weitere Hürden schaffen auf dem Weg zum Hochschulzugang, meine Damen und Herren. Und zu Recht haben ja die Anzuhörenden auch darauf hingewiesen, also die Hochschulen zum Beispiel darauf hingewiesen, dass zusätzliche Auswahlgespräche und zusätzliche individuelle Auswahlverfahren auch Aufwand mit sich bringt. Und jetzt haben wir eine Situation, dass wir so viele Studierende haben an hessischen Hochschulen wie noch nie. Wir haben ein immer schlechter werdendes Betreuungsverhältnis. Und wir haben auch im Bereich der Verwaltung haben wir ja jetzt nicht gerade Personalüberschuss, würde ich sagen. Und da ist natürlich schon die Frage, mit welchen Mitteln und mit welchen personellen Ressourcen sollen die Hochschulen eigentlich diese zusätzlichen Auswahlverfahren überhaupt machen? Und die Frage, finde ich auch, die müssen wir dann wohl im Rahmen einer Anhörung noch einmal dann diskutieren. Ich will noch auf die Tendenz hinweisen, dass es natürlich auch die ganze Frage von Auswahlverfahren bedeutet einen enormen Aufwand für Studieninteressierte. Weil es eben nicht so ist, dass man einfach dort sich einschreibt, wo man wohnt, sondern es gibt mittlerweile Studieninteressierte, die reisen quer durch Deutschland und bewerben sich an verschiedenen Hochschulen in der Hoffnung, irgendwo genommen zu werden. Und es gibt in den großen US-amerikanischen Universitäten, da gibt es ganze Abteilungen, die sich mit nichts anderem beschäftigen als mit der Auswahl von Studierenden. Und da ist schon die Frage, ob das das Ziel und ob das die Tendenz ist, in die man gehen will und ob es sinnvoll ist, dass eben studieninteressierte junge Menschen mit viel Geld, mit viel Aufwand und viel Reisetätigkeit eben sich individuellen und aufwendigen Auswahlverfahren unterziehen. Und deswegen sind wir grundsätzlich der Meinung, das Studium an einer Hochschule ist berechtigt, wer eine Hochschulzulassungsberechtigung hat. Und da sollte man nicht jetzt weitere Kriterien einführen, die am Ende nicht dazu führen, dass das Ganze gerechter wird, sondern am Ende nur eine weitere Hürde ist. Von daher, das sind die Punkte, die ich ansprechen wollte, ein bisschen grundsätzlicher. Man kann sicher auch über weitere Fragen diskutieren. Es gibt sicher auch natürlich praktische Fragen, die unstrittiger sind. Aber das sind die grundsätzlichen Anmerkungen, die ich machen wollte. Ansonsten müssen wir darüber dann eben im Ausschuss, und das machen wir ja morgen Abend, noch einmal diskutieren. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Wissler. Damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt und überweisen den Gesetzentwurf nach erster Lesung an den WKA zur Vorbereitung der zweiten Lesung, wenn sich kein Widerspruch erhebt. Ich darf Sie jetzt bitten, noch einen kurzen Moment aufmerksam zu sein. Denn ich finde, wir haben jetzt einen Moment, in dem wir einen geschätzten Kollegen verabschieden wollen. Der Abgeordnete Thorsten Schäfer-Gümbel hat mir mit Schreiben vom Freitag, den 30.08. mitgeteilt, dass er sein Mandat mit Wirkung zum 3.09.2019, 0 Uhr, niederlegen wird. Und damit, meine Damen und Herren, endet sein Mandat, man kann das so sagen, in wenigen Stunden. Und insoweit, lieber Thorsten Schäfer-Gümbel, ist das der letzte Plenartag, an dem wir zusammen sind und an dem er in seiner Funktion als Abgeordneter, aber eben auch als Vorsitzender seiner Fraktion teilgenommen hat. Lieber Thorsten Schäfer-Gümbel, dieses Ausscheiden aus dem Hessischen Landtag ist natürlich für Sie persönlich, aber das will ich auch sagen, auch für dieses Haus eine Zäsur. Und ich füge hinzu, füge persönlich hinzu, aber auch als Präsident dieses Hessischen Landtages im Namen aller, Sie werden uns und Sie werden der hessischen Landespolitik fehlen. Ich glaube, das kann man sehr deutlich sagen. Und man kann auch mit Fug und Recht über Thorsten Schäfer-Gümbel sagen, dass er hohe moralische Ansprüche stellt, vor allem an sich selbst. Und wenn man
nachdenkt, was ist das, was Thorsten Schäfer-Gümbel leitet, was ist das, was im Grunde genommen sein Kompass ist, dann würde man sagen, das sind Werte. Das hat viel mit Moral zu tun. Es ist vor allem gesellschaftliche Solidarität. Das ist der Kompass, der Thorsten Schäfer-Gümbel leitet. Und es ist im Übrigen auch eine Orientierung, an der er immer sozialdemokratische Politik ausgerichtet hat. Und es ist exakt diese Orientierung gewesen und dieser innere Kompass gewesen, mit dem er dann 2008, 2009, wir erinnern uns, die meisten jedenfalls von uns erinnern uns sehr genau daran, in einer sehr schwierigen Phase, ja, lebhaft erinnern wir uns daran, in einer sehr schwierigen Phase die Führung seiner Partei und seiner Fraktion übernommen hat und Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Hessen aufgerichtet hat und Richtung vorgegeben hat und Verantwortung übernommen hat. Soziale Gerechtigkeit, Respekt vor harter Arbeit und Bildung für alle, haben wir heute wieder gespürt und gehört, das sind seine Kernthemen. Und das sind Kernthemen, über die spricht Thorsten Schäfer-Gümbel nicht nur, sondern das ist ganz authentisch bei ihm, weil er aus eigenem biografischem Erleben weiß, was das bedeutet. Und insoweit, das sind Herzensthemen, Themen, die er mit Herzblut vorangebracht hat. Und ich glaube, das muss man schon sagen, in den zurückliegenden 16 Jahren, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, in diesem Parlament, aber auch das haben wir vorhin in der Debatte erfahren, eigentlich schon viel länger als in dieser Funktion. Wir, die Kollegen und das sage ich auch die Freunde, die hier natürlich über Parteigrenzen hinweg Thorsten Schäfer-Gümbel gewonnen hat aus dem Hessischen Landtag. Aber, und das hat mich sehr bewegt, ich darf das auch sagen, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Herr Schäfer-Gümbel vorhin angesprochen hat, wir sagen Danke. Wir sagen Danke für die Art und Weise, in der wir zusammenarbeiten konnten und in der wir auch zusammenarbeiten durften. Und das will ich wiederholen. Ich habe das gesagt, als ich die Ehre gehabt habe, hier gewählt zu werden. Die Gemeinsamkeiten unter Demokraten sind größer als das Trennende. Und das hat Thorsten Schäfer-Gümbel immer, wenn es dann darauf angekommen ist, sehr intensiv und ich finde sehr überzeugend bewiesen. Auch dafür sagen wir ein herzliches Dankeschön. Das ist das, was dieses Land zusammenhält. Dass Demokraten sich unterhaken, dass Demokraten über Parteigrenzen hinweg und dass Demokraten in der Lage sind, auch wenn eben die kleine politische Münze zur Seite gelegt wird, zusammenzustehen. Ich glaube, das macht uns stark und dafür braucht man Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, die das authentisch leben, vorleben und am Ende dafür auch die Verantwortung in der Diskussion übernehmen. Wie gesagt, das hat Thorsten Schäfer-Gümbel getan. Wir wünschen für den neuen Lebensabschnitt alles Gute. Wir wünschen das notwendige Quäntchen Glück, das braucht man immer, aber wir wünschen vor allem natürlich Erfolg. Und auch das gehört dazu, Gottes Segen. Das ist das, was wir wünschen in diesem Haus. Das will ich auch hinzufügen, werden Sie nach Ihrem Ausscheiden immer ein gern gesehener Gast sein. Kommen Sie so häufig Sie wollen, kommen Sie so oft wie wollen. Sie wollen, wir heißen Sie hier, naja, also er zuckt nicht, wir zucken. Also er hat ja auch was zu arbeiten. Also das ist ja nicht so, als würde er immer kommen können. Aber wenn er kommt, ist er uns herzlich willkommen. Ich darf Ihnen zum Abschied ein kleines Geschenk machen. Und zwar unser Wappentier überreichen aus gutem Höchster Porzellan. Das will ich jetzt doch hinzufügen. Höchst ist ja ein Stadtteil von Frankfurt. Und Frankfurt, lieber Thorsten Schäfer-Gümbel, da habe ich ein bisschen die Hoffnung aufgegeben, Frankfurt ist die Heimat der Eintracht. Wie gesagt, also, da können die Dinge sich ja in den nächsten 24 Stunden noch zum Guten wenden. Aber nichtsdestotrotz, ich überreiche dir, Ihnen, lieber Thorsten Schäfer-Gümbel, heute dieses unser Wappentier, damit du nie vergisst, dass du einer von uns bist und dass wir uns gerne an dich zurückerinnern und dass wir auch darauf setzen, weiterhin gut zusammenzuarbeiten. Vergiss uns nicht. Alles Gute, viel Glück und Gottes Segen.
Gratulieren Sie weiter, klatschen Sie weiter. Das ist angemessen. Ich informiere Sie nur noch jetzt darüber, dass heute Abend im Restaurant der Parlamentarische Abend des Vereins Deutsche Ingenieure tagt. Die Sitzung ist geschlossen. Ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Und ich freue mich darauf. Die meisten zumindest. Ja.